Liebe Sportfreunde des CSV Stuttgart, liebe Mitglieder, liebe Freunde des christlichen Sportvereins. Ich möchte euch heute vor Weihnachten nochmal grüßen und euch ein paar Informationen geben. Leider sind aktuell keine sportlichen Betätigungen in der Gruppe und auch keine oder kaum soziale Kontakte möglich. Das bedauern wir natürlich sehr, aber anders geht es im Moment nicht, da auch alle Sportstätten, die Hallen und auch die Sportplätze alle geschlossen sind. Deshalb möchte ich euch ermutigen, haltet euch fit. Bleibt dran, auch über die Feiertage durch Sport, entweder zu Hause oder eben auch durch Joggen an der Luft, durch Walken oder vielleicht auch durch Radfahren. Bleibt einfach fit. Auch für uns als christlicher Sportverein liegt natürlich ein sehr spannendes und sehr herausforderndes Jahr hinter uns. Und ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken für das, dass wir zusammengehalten haben. Ich möchte mich bedanken für eure Treue und auch für jede Ermutigung, die wir erhalten haben. Wir wissen, das ist nicht selbstverständlich und sind da wirklich sehr dankbar. Und nun, es steht Weihnachten vor der Tür und eines ist sicher, Weihnachten fällt nicht aus. Auch in dieser krassen Zeit, Weihnachten findet statt, auch wenn es ganz anders stattfindet. Und ich möchte euch heute ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Und um es sportlich auszudrücken, so wie der große Apostel Paulus, der gesagt hat, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist als Messias auf die Erde gekommen und deswegen feiert die ganze Welt Weihnachten. Und diesen Sieg, den haben wir errungen durch Jesus Christus und da kann uns auch keine Corona-Pandemie aufhalten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein siegreiches Weihnachtsfest, Gottes Segen auch für 2021, alles Gute und lasst uns zusammenhalten, auch für diese spannende Zeit. Und wenn Fragen sind, kommt jederzeit auf uns zu. Es grüßt euch ganz herzlich, euer CSV Stuttgart, der etwas andere Sportverein.